Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Judgment. Wir gucken gerade, dass wir unseren maskierten Freund finden. Beziehungsweise wurden wir beauftragt von seinem Kollegen. Erst hat er gesagt, dass der Typ vermisst wird. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass er wohl doch nicht vermisst wird, sondern aussteigen wollte. Das ist einer unserer Freunde. Ich freue mich ebenfalls, Präsident Ichinose. Sie sind wieder hier, um ein Auge auf alles zu haben? Ganz richtig, schließlich lautet mein Motto. Die Gäste haben das letzte Wort, oder? Ja, das war sogar der exakte Wortlaut. Ich möchte Sie etwas fragen. Was macht Ihrer Meinung nach einen erfolgreichen Manager aus? Einen erfolgreichen Manager? Was? Mal überlegen. Erfolgreicher Manager. Innovation, oder? Ich würde sagen, er muss etwas Innovatives und zugleich Nützliches schaffen. Das kann nicht jeder. Verstehe. Stimmt das etwa nicht? Naja, wenn ich an einen erfolgreichen Manager denke, dann denke ich an jemanden, bei dem der Kunde immer oberste Priorität hat. Wie meinen Sie das? In unserem Restaurant muss sich der Gast nicht zum Beispiel nicht zwischen Qualität und günstigen Preisen entscheiden. Stattdessen bieten wir unseren Gästen beides, sodass sie doppelt profitieren. Sie haben recht, das ist ein wirklich gutes Angebot. Und wenn unsere Gäste das Gefühl haben, dass sie an erster Stelle stehen, kommen sie auch gerne wieder. Ich bin daher der Meinung, wenn der Gast profitiert, dann profitieren wir ebenfalls. Das ist seit Gründung unseres Restaurants stets meine Philosophie gewesen. Das ist auch eine ausgezeichnete Philosophie. Kein Wunder, dass sie zum Präsidenten ernannt wurden. Was soll ich dazu sagen? Präsident Ichinose, sind Sie schon wieder hier? Sie haben gleich eine Besprechung. Wissen Sie nicht mehr? Wir müssen sofort zurück ins Büro. Oh, Motomura-kun. Ist das schon so weit? Tut mir leid, dass Sie sich abhetzen mussten. Muss jetzt wieder los, Yagami-san. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich auch. Bei einem erfolgreichen Manager hat der Kunde oberste Priorität. So gewinnen beide Seiten. Klingt, als wäre ein toller Präsident. Oh. Aber das stand bei mir nicht zur Auswahl. Ey, was zur... Och man, Leute. Kato schon wieder. Bye bye. Der Move ist echt stark. Hat doch gerade schon jemand vermöbelt, oder wird? Das ist er, oder? Oder ist es einer von den beiden, die aussteigen werden? Wow. Mal ein Getränk aufmachen hier. Wer zur Hölle bist du denn? Willst du mit der Maske Jester nachahmen, oder was? Ach, das ist der... Du bist nicht er. Denkst du, du kannst uns einfach so verarschen? Ah, tut mir leid. Jester hätte nie so schrille Klamotten getragen. Wie wäre es denn, wenn wir dir das abnehmen würden? Dann würdest du gleich authentischer aussehen. Was machen diese Typen da? Hey, aufhören! Wir haben Gesellschaft. Gehen wir auch um. Gerade noch eine Dose in der Hand. Entspannt euch. Moment, jetzt. Ich kann aber nicht besonders gut kämpfen. Beziehungsweise wollen die auch irgendwie nicht ohne Zeit? Keine Ahnung. Huh?
Immer schön aufs Maul. Viel zu einfach. Viel zu einfach, Leute. Unu? Na? Bist du nicht dieser seltsame Fan der Diebe? Ja. Was ist passiert? Ich habe die Diebe gesehen und wollte ihre Hände schütteln, aber dann haben sie... Ja, Gami-san, das war schlechtes Timing. Na? Crow, was geht hier vor? Ein kleines Missgeschick. Aber viel wichtiger, hast du Jester gefunden? Noch nicht. Ich bin enttäuscht. Für einen Detektiv, der Mordverdächtigen einen Freispruch erkämpft, ist das nicht beeindruckend. Dasselbe könnte ich von dir behaupten. Ehrliche Diebe? Dass ich nicht lache. Und dein vermisster Freund? Das war alles gelogen, habe ich recht? Das ist ziemlich starker Tobak, Yagami. Wie kommst du auf sowas? Es gibt etliche Beweise, die dafür sprechen. Wie mir zu Ohren gekommen ist, habt ihr nicht nur von den Korrupten gestohlen. Was? Wovon redest du da? Der Job war zu gut, als dass du ihn hättest ausschlagen können, oder? Du konntest nicht widerstehen. Das siehst du dir doch aus der Nase. Ich behalte nichts von dem Geld, das ich stehle. Ich komme mir dumm vor, das überhaupt zu betonen, aber... Dieser Kram, den du da trägst? Ich habe gehört, das soll ganz schön teuer sein. Wie viel hast du davon noch? Ha, jetzt sehe ich schon nicht... Jetzt sehe ich schon mehr von einem Detektiv in dir. Gut beobachtet. Also sag schon, warum suchst du wirklich nach Jester? Aus keinem bestimmten Grund. Ich habe nur ein sehr verlockendes Angebot für ihn. Wir werden den Sicherheitstransporter eines Kreditinstituts ausrauben. Und das Beste? Unser Klient ist der Manager. Hm? Was? Sie brauchen einen Raubüberfall, um ihre finanziellen Fehlschläge zu verschleiern. Klassischer Versicherungsbetrug. Sie werden von ihrer Versicherung bezahlt und sie erwarten, dass wir ihnen zurückgeben, was wir gestohlen haben. Aber ich habe nicht vor, es ihnen zurückzugeben. Wenn Menschen verzweifelt sind, können sie so dumm sein. Also täuscht ihr einen Überfall vor und brecht dann euer Versprechen? Was ist aus der guten alten Ehre geworden? So war es zumindest geplant. Wir haben viel und oft im geheimen Internet-Chats darüber geredet, aber uns nie wirklich getraut. Alles nur Gerede. Ein Haufen Versager im Internet, bis er aufgetaucht ist. Du meinst Jester. Ja, er war ein Genie. Er wusste, wie man einen Plan in die Tat umsetzt. Wir haben es allein ihm zu verdanken, dass wir so viele Mitglieder haben. Und dann ist er abgehauen, als ihr zu gierig wurdet. Genau, für ihn ging es immer nur um soziale Gerechtigkeit. Er auf seinem hohen Ross. Warum glaubst du dann, er würde dir bei diesem Überfall helfen? Wer weiß, wenn er von der potenziellen Beute hört, ändert er vielleicht seine Meinung. Und wenn nicht, dann werden sich unsere Wege wohl trennen. Für immer. Und sicher, als hättest du das von Anfang an geplant. Mich wirst du wohl auch entsorgen wollen? Natürlich. Besonders jetzt, wo ich dir alles erzählt habe. Ich befürchte, dein Stündchen hat geschlagen. Keine Chance. Ich habe deinen Auftrag angenommen und jetzt will ich meine Bezahlung. Bro hat eine interessante Feinde gestellt. Wow. Oh, mal ein anderer Move. Geringe Erwartungen. Kann ich die Bank mitnehmen? Bye bye, Crow. Dem hat's komplett das Rückgrat zerlegt, wie der umgefallen ist. Ah, scheiße! Du wirst deine kleine Truppe auflösen, bevor du sie noch richtig in die Schwierigkeiten bringst. Und ich glaube, du schuldest allen eine Entschuldigung. Die dachten, ihr hättet ehrenhafte Ziele. Uff, ich setze dem ja schon ein Ende, Mann. Ja, jetzt verpiss dich. Yagami-san. Wenn du jemals Jester triffst und er immer noch den Helden spielt, kannst du ihm sagen, er soll es nicht übertreiben? Wie meinst du das? Er geht manchmal zu weit. Ich weiß nicht, was der Grund für seine Wut über Ungerechtigkeit ist. Vermutlich irgendeine tragische Vergangenheit. Aber er muss aufhören, sonst schnappen sie ihn. Na schön, ich werde es ihm sagen. Ich werde dir das Geld direkt überweisen. Bis später. Tja, das hat mich Jester kein Stück näher gebracht. Aber trotzdem habe ich ein paar Sachen über ihn erfahren. Du kannst jetzt Anfragen in der Bartender annehmen.
Und jetzt ruft er an, weil Ayabe da ist. Oder Ayabe ruft selber an. Ayabe da. Tenda no Master ni warte denwa shiteru. Masuda hat sein Versprechen also gehalten. Nanga ryo datte. Mata hoshii jōhō ga arun da. Kane wa arun da yo na. Mou shōkai sābisu wa owatta zo. Ikura kakaru ka neta ni yoru ga na. Sono neta... Anta Kaito-san ni wa 20 man da tte itte ta rashii. Ha? 1 年前、松金組が強盗に1億やられたろ。事件のその後が知りたいんだ。俺がその情報、20万って言ったのか。そう聞いたよ。なら、鮮度が落ちて今は10万ってとこだな。お？いいのか。情報量は適当に決めてるわけじゃない。俺なりの計算式があるんだよ。明日、お前んとこの事務所に行く。金は用意しとけよ。Okay. Nur noch 100. Wir brauchen aber erstmal die 100.000, ne? Wir haben 67.000. So, haben wir Erfahrungspunkte? 800 paar zerlutschte. Das hilft uns nicht viel. Frage ist jetzt, ob wir das Geld halt wirklich auftreiben müssen. Oder ob der Plot uns das quasi schenkt. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Also, muss ich das Geld jetzt haben oder muss ich es nicht haben, um in der Story voranzukommen? Erfahrungsgemäß bezüglich der Yakuza-Serie würde ich sagen, ich muss das Geld haben. Halt aber auch irren. Wir können ja nochmal nach einer Nebenquest gucken. In einem Traum. Schnapp den Höschendieb. Ja, das wollten wir doch sowieso machen. Wir schnappen den Höschendieb. Los. Es ist immer noch so verdammt warm. Schon wieder Kato dabei? Ja. Immer der gleiche. Alter Kato, du hast schon oft genug aufs Maul gekriegt. Na? Du auch? Aufs Maul? Au! Das war stark. Hier einfach aufheben. Komm, halt die Fresse. Hui! Der hat einen lustigen Flug drauf gehabt. So. Ach ja, why not? Irgendwas zu essen fragen. Haben wir schon. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal was gegessen haben. Sushi Sanmai. Wieder Takimas. Holy Almai. Sa, ikka. Arigato gozaimashita. Danke. Alter, ernsthaft? Aber diesmal ist kein Kato dabei. Ich hab nicht drauf geachtet, dass die Maximale so gut ist. Soll ich dafür ein Stück Ex-Leiste verbrauchen? Nicht noch einfach werfen kann. So. Nagasaki Champion. Okay. Ringer hat.
So, Friendship Farm. Schade. Aber da ist eine. Nee. Dann glaube ich hier hoch, ne? Können wir jetzt eine rauchen, bitte? Ich will eine rauchen. Ich habe wahrscheinlich gar keine Kippen mehr, oder? Doch. Hallo. Sie müssen Sao Tome-san sein? Ich bin Yagami, der Detektiv, nach dem Sie gefragt hatten. Ah, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Yagami-san. Und ja, ich bin Yosuke Sao Tome. Oh, und das ist meine Schwester Tsukino. Oh Gott. Hallo. Schätze, sind Zwillinge oder sowas. Gut, sollen wir zum Geschäft kommen? Was kann ich für Sie tun? Bevor wir damit anfangen, Yagami-san, muss ich Sie etwas fragen. Haben Sie jemals von den dreisten drei gehört? Nein, sollte ich das? Aber sicher. Das ist eine Gang von Perversen, die in letzter Zeit Kamurocho unsicher macht. Sie klauen Unterwäsche, begrapschen alle in aller Öffentlichkeit und spionieren Pärchen aus. Ein schamloser Haufen. Oh, ich höre zum ersten Mal von denen. Jetzt wissen Sie Bescheid. Das sind wirklich üble Kerle. Ihren Namen tragen sie nicht umsonst. Unser Problem ist der Höschenprofessor. Hä? Der Höschenprofessor? Habe ich das richtig gehört? Ich befürchte ja. Den Namen hat er durch seine Besessenheit von Frauen und der Wäsche verdient. Oh Gott. Was mich zu meiner Anfrage bringt. Vor einigen Tagen ist meine Schwester Opfer dieses Höschenprofessors geworden. Leid, das zu hören. Yagami-san, Sie müssen diesen Mistkerl zur Strecke bringen. Bitte, Herr Detektiv, ich kann mich nicht mal mehr in meinem eigenen Schlafzimmer sicher fühlen. Erst einmal brauche ich mehr Informationen. Es tut mir leid, dass wir so ausführlich drüber sprechen müssen, aber ist schon in Ordnung. Jedes Mal, wenn ich meine Höschen zum Trocknen auf dem Balkon hänge, werden sie gestohlen. Und ich meine wirklich jedes Mal. Besonders Höschen mit einem ganz bestimmten Muster. Dieser Typ muss also einen sehr speziellen Fetisch haben. Haben Sie den Täter je gesehen? Nein, nie. Er steht mein Höschen nämlich mit Hilfe einer Drohne. Einer Drohne? Ja, das ist sein Ding, sein Markenzeichen. Ah, deshalb sind Sie also zu der Vermutung gekommen, dass es sich um den Höschenprofessor handeln muss. Sind Sie damit schon zur Polizei gegangen? Natürlich. Aber selbst unter Ausschöpfung aller Ressourcen kriegen Sie den Typen einfach nicht zu fassen. Seine Drohnen sind ziemlich schnell. Das hört sich an... müssten wir ihm eine Falle stellen, um ihn zu kriegen. Dann nehmen Sie den Auftrag also an. Ich habe dafür 50.000 Yen geboten. Ja, das geht in Ordnung. Aber Sie sind doch noch Student, oder? Können Sie sich das leisten? Oh, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sagen Sie mir lieber, wie Sie ihn fangen wollen. Ich denke, wir werden ihn aus dem Versteck locken müssen. Mit Höschen. Hört sich nach einem guten Plan an, aber müssten wir seine Vorlieben kennen. Sie muss damit rausrücken. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Wir fragen zum Wohl der Ermittlung. Tsukino-san, wenn Sie meine Hilfe wollen, muss ich wissen, was für Höschen Sie tragen. Huh? Was? Das lässt sich nicht vermeiden. Sind Sie weiß, schwarz, Strings? Naja, je mehr Details Sie mir geben können, desto besser stehen unsere Chancen. Was? Müssen wir denn wirklich so ins Detail gehen? Willst du, dass er diesen Kerl schnappt, Tsukino? Er würde doch nicht fragen, wenn er diese Informationen nicht bräuchte. Er hat recht. Vertrauen Sie mir. Das ist rein professionelles Interesse. Es gibt da ein Muster, schätze ich. Und welches? Sie sind auch spitze. Meistens schwarz, aber manchmal auch rot. Einige haben kleine Schleifchen vorne. Das sollte reichen. Danke, dass Sie so mutig waren, Tsukino. Naja, das hätte schlimmer laufen können. Okay, ich werde solche Höschen auftreiben und die Falle herrichten. Wenn dieser Höschenprofessor wirklich da draußen ist, sollte ihn das rauslocken. Aber selbst wenn das funktioniert, wie wollen sie ihn fangen? Er benutzt doch eine Drohne. Und diese Drohne muss irgendwo hinfliegen. Wenn ich die Höschen mit einem GPS-Sender versehe, wissen wir, wo das ist. Oh, das ist ziemlich clever. Ich bin auf Ihre Resultate gespannt, Yagami-san. Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, diesen Perversen zu schnappen. Hey. Ich werde tun, was ich kann. Der Höschenprofessor. Unfassbar. Schätze ich, sollte zum Limage gehen und ein paar Höschen kaufen. Was für ein Tag. Ich hoffe, die kann ich abrechnen über Spesen oder so. Ich brauche das Geld. Was ist denn der Limage? Unten, glaube ich, ne? Ja.
Ja. Mit Spitze. Schön. Hey, du siehst mir wie Kato aus. Bist du sein Bruder? Au! Holy shit. Es gibt welche, die sind einfach nur dämlich und es gibt welche, die sind echt böse. Nomura no! Nomura, yes! Game Center Atlantis. Schade, dass man da nicht hin kann. Was gibt's denn hier eigentlich? Gibt's ja auch Drohnenteile? Ich bin beschwert, dass ich kein Geld hab. Die Mächen leben. Katzenfutter haben wir ja, ne? Das haben wir noch nicht. Machen wir zwei. Machen wir nur zwei. So. Die 1500 Yen. So. Weiter geht's. Was ist das für ein Laden? Ach, das ist ein Popo. Ja, sorry. Wir müssen jetzt hier aber die nächste Schaltplatte holen. Alice Ino. Hm? Ja, ja. Platte und so. Jetzt habe ich aber gar nicht geguckt, wie viel. Pizzabrötchen. Das sollte reichen. Oh shit, das war jetzt echt viel Geld. Bei 10 Punkten. Stadtruf aufgestuft. Wieder 500 Erfahrungspunkte bekommen. 1700. Alles, ne? Ja. Kaufen wir erstmal hier weiter ein. Kaufen wir. Fotografenfarm, weil die Fotografenkacke hat uns ja letztes Mal ziemlich. Ne? Wir kaufen hier alles, was so 50 kostet, einfach weg damit. Ja gut, jetzt hätten wir uns auch den Kühlschrank kaufen können. Irgendwas wollte ich noch. Komorogo. Stadt. Stadtmission freundlich. Okay. Okay. Das sind alles Nebenaufgaben. Was sind denn GA-Gebäude? Quickstarter. Echt jetzt? Geil. Man kann über Kickstarter. Also man kann Sachen kickstarten. Och, kommt schon, Leute. Ach, guck mal, das ist wieder Karten. Ohne. Oh, der hat keine Zähne mehr. Alter, ganz mehr, da konnte ich gerade nicht hingucken. Das war. Das war so einer der Momente, wo ich gesagt habe, Alter, das Spiel hat seine USK 18 auf jeden Fall verdient.
So, kaufen wir Schlüppis. Muss aber spitze sein. Kommt mein Herr. Oh Mann. So. Kannst nichts mehr kaufen, weil dein Inventar voll ist. Achso, genau. Arigatou gozaimashita. Möchten Sie es als Geschenk verpackt haben? Nein, danke, ich brauche sie gleich. Sie brauchen sie gleich? Na schön, Sir. Diskretion ist bei uns garantiert. Moment, was? Nein, die sind doch nicht für mich? Natürlich nicht, Sir. Jedem das seine. Heute bleibt aber kein Auge trocken. Okay, sobald ich den Peilsender angebracht habe, muss ich sie aufs Dach bringen. Der denkt, die ist für mich. Dachte der Detektiv. Immer schön die Augen offen halten nach QR-Codes. Detektivbüro, ne? Na, oh Gott, das war knapp. Alles klar, dann gehe ich mal nach oben. Ja, dann gehe mal nach oben, Yagami-san. Das sollte reichen. Wenn der jetzt angehängt, ob das zu offensichtlich ist? Vielleicht schaut er es sofort. Ja, Versuch ist es jedenfalls wert. Oh, da kommt eine Drohne. Yosh. Ja, er hat angebissen. Das ist so dumm. Jetzt muss ich nur dem Signal unseres Höschens bis zur Quelle folgen. Die Batting Cages. Geht doch mal aus dem Weg. Muss ein Höschen verfolgen. Schnappen wir den Höschen, Professor. Keine Zeit verlieren. Foto! Eifer des Windgottes. Spannend. Wo ist der neue? Hier. Segen des Windgottes. Nicht Eifer. Bei niedriger Gesundheit kannst du sprinten, ohne dass gegnerische Angriffe dich aus der Balance bringen. So, so. Aha. Du bist der Professor.
Ah, frischer Geruch mit einem Hauch von Moschus. Vermutlich eine hart arbeitende, kräftige Büroangestellte. Ja. Hey, Sie da. Wer stört mich bei meiner Forschung? Sind Sie der, den Sie den Höschenprofessor nennen? Das bin ich in der Tat. Ich habe viele Namen. Höschenprofessor, Dessous-Doktor. Oh Gott, er hat einen Hitlerbart. Ich schüttel gerade den Kopf, ich facepalme halb. Ihr seht das alles. Sind Sie womöglich hier, um in meine Forschung hineinzuschnuppern und in die Welt des Höschenduftes einzudringen? Tut mir leid, aber das sind meine. Nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken. Die habe ich gekauft, um Sie damit anzulocken. Was? Was für eine Unverschämtheit. Er schnüffelt trotzdem weiter. Hey. Ich muss mich übergeben. Ich habe den doch von Männerschweiß genüsslich eingeatmet. Kommen Sie einfach mit mir zur Polizeistation. Ich habe gehört, da gibt es eine Menge Düfte für Sie zu erkunden. Niemals! Es gibt noch so viele Höschen in der Welt, die ich entdecken muss. Wenn Sie sich zwischen mich und die Höschen stellen, müssen Sie dafür mit Ihrem Leben bezahlen. Das war eine Kampfhaltung. Verdammt, er greift nach einer Pistole. Moment, was ist das? Die haben dem charismatischen Supermodel Arisata Takeda gehört. Ja, ja, ja! Sie übertragen ihre pinke Power auf mich! Was? Macht ihn das etwa wirklich stärker? Der Duft von Eros gibt mir Kraft! Machen Sie sich für meine mächtige, unaufhaltbar steigende Libido bereit! Das ist so hilarious. Lassen wir sogar. Easy. Was? Nicht mal der Höschenduft konnte mir genug Kraft geben? Na los, Sie kommen mit, Sie kleiner Perversling. Auch wenn ich schlaff zusammengefallen bin. Gott, diese Anspiel. Diese Zweideutigkeit. Auch wenn ich schlaff zusammengefallen bin. Die anderen stehen immer noch stramm. Sie werden ihr Ende sein. Haha, ich warte in der Hölle auf Sie. Das reicht. Los jetzt. Sollt ihr den Sautome-Geschwistern erzählen, was passiert ist? Oh Gott. Wie durch dieses Spiel ist, Alter. Wie durch. Ja, sagen Sie mir, ich bin der Durchgepeitschte. Sie können jetzt ganz beruhigt sein. Der Höschenprofessor wird eine ganze Weile weggesperrt. Wow, Sie sind unglaublich, Yagami-san. Sie haben ihn wirklich geschnappt. Yagami-san! Danke, Yagami-san. Jetzt kann ich endlich wieder beruhigt schlafen. Oh, bevor ich es vergesse. Ich glaube, Tsukino wollte Sie um einen Gefallen bitten. Ja, was denn? Ist mir ein bisschen peinlich, aber... Keine Sorge, ich kann es vertragen. Könnten Sie alle Aufzeichnungen über das, was ich zu meinen Höschen gesagt habe, vernichten? Das würde mich beunruhigen. Oh, wie rot sie wird. Sicher. Wenn Sie sich damit wohler fühlen. Wie schelmisch er grinst. Dieser Höschenprofessor war vermutlich der erste Typ, der sie zu sich gekriegt hat, was, Tsukino? Hey, ich will nicht mehr darüber sprechen, schon gar nicht vor Yagami-san. Hey, Yagami-san, nur damit Sie es wissen, Tsukino ist noch zu haben, falls Sie Ihre Höschen nochmal sehen wollen. Hören Sie schon auf. Die ist doch viel zu jung für ihn. Die dafür Blicke töten könnten, Alter. Also ihr Bruder gegenüber Yagami hat sie schon... Ist mal die dreisten drei. Hoffen wir, dass die Polizei die anderen beiden erwischt. So, jetzt haben wir trotzdem keine 100.000, weil ich zu viel im Le Marche ausgegeben habe. Im Popo. Popo. Nicht aus dem Kontext nehmen. Wir kaufen das jetzt einfach. Der Vollständigkeit halber. Wir kaufen auch das. Und wir kaufen auch das. Und dann haben wir noch 32. Kriegen wir irgendwas für 32? Ich glaube nicht. Ich sollte mich mal echt hier auf die erste Seite konzentrieren.
Doch auf ihn draufgeklatscht. Ich möchte auf jeden Fall hier da weitermachen mit der Sängerin. Wir machen gerade ein bisschen viel Nebenkram, aber ich hoffe, das ist trotzdem unterhaltsam. Also ich meine, wer den höchsten Professor nicht unterhaltsam fand, ne? Ganz im Ernst. Der wählt auch die AfD. Ach ja, aber dafür müssen wir ins Tender, ne? Glaube ich, oder oben drauf? Warte mal. Ach shit, da kommen wir gar nicht rein. Bevor wir ins Tender gehen und da weitermachen, sage ich, wir machen erstmal Schluss für heute. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Konstruktive Kritik und Vorschläge immer gerne in die Kommentare. Nochmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen mit mehr Judgment. Bis moin. Ciao, ciao.